Hallo zusammen, heute geht es weiter in der Reihe Der Duft unserer Väter und Großväter. Wer heute erst einsteigt in die Reihe, kurze Erklärung. Ich stelle da Düfte vor, Rasierwasser und Aftershaves, die es seit den 30er Jahren gibt, bis Ende der 80er Jahre. Also bekannte, bewährte Düfte, die wie gesagt unsere Großväter und Väter schon benutzt haben, deren Geruch uns bekannt ist und wenn man riecht, dann weiß man sofort, um was es sich handelt. Heute habe ich mal wieder einen Exoten, der nicht so bekannt ist. Es handelt sich um Bayroom. Bayroom ist jetzt nicht direkt eine Marke, sondern es ist eine Mischung. Dieses Bayroom ist eine Apothekermischung. Die besteht aus 54% Jamaika Rum und dem Extrakt des westindischen Lorbeerbaums und ist altbewährt. Es ist ein Mittel, das Apotheker früher zur Hautpflege gemischt haben, also nach der Rasur, aber auch als Haarwasser, als Badezusatz und man konnte sich auch die Muskeln einreiben nach einem anstrengenden Sport. Wie gesagt, Trägersubstanz sind die Beeren des westindischen Lorbeer und echter 54%iger Jamaika Rum. Die Flasche hier hat 300 Milliliter, ist eine Apothekermischung, wie es unten steht, hergestellt für Manufaktum. War ein Geschenk, Weihnachtsgeschenk. Diese 300 Milliliter Flasche kostet 29,90 Euro, also nicht ganz billig, aber ist auch eine große Menge. Ihr seht schon, es kommt schon her wie so eine Essenz aus der Apotheke in diesen typisch braunen Flaschen, wo man auch zum Beispiel Isopropylalkohol bekommt für Umschläge und so oder zum Desinfizieren oder Wasserstoff, so eine Sachen. Ich mache es jetzt mal auf. Hat einen eigenen Geruch, wie gesagt, dominierend von dem Jamaika Rum. Das ist, wenn man so einem 54%igen Captain Morgan Rum riecht. Was aber noch vorsticht, ist diese Essenz aus diesem westindischen Lorbeer. Es riecht ein bisschen nelkenartig, gewürznelkenartig. Und wie gesagt, auch ein bisschen leicht medizinisch. Ist, wenn man es aufträgt, vom Geruch her ziemlich intensiv, lässt aber auch schnell wieder nach. Das heißt, man hat jetzt nicht den ganzen Tag den penetranten Geruch von irgendeinem Parfüm in der Nase, das man selber aufgelegt hat, das kennt ihr bestimmt auch, sondern es wird irgendwann dezent. Kommen wir auch schon zum Nachteil. Da das so eine Apothekerflasche ist, hat es einen ziemlich großen Ausguss. Man kann das sehr schwer dosieren. Wie ich es das erste Mal benutzt habe, habe ich gleich mal so einen Handteller voll in den Ausguss gelassen, weil so viel rauskommt beim Schräghalten. Ich werde es jetzt mal auftragen. Ganz vorsichtig. Nicht vorher rasiert. Also sehr dominanter Rumgeruch mit dieser Note von Gewürznelke. Ich mag's. Ich werde das öfters verwenden. Wird also kein Ladenhüter bei mir. Ist jetzt bei mir auch ziemlich vorn dabei momentan. Dieses Bayroom, diese Bayroom-Mischung gibt es auch von diversen Herstellern. Nicht nur jetzt diese für diese Firma hergestellte, sondern gibt auch aus drei oder vier Herstellern, die das mischen. Das war es auch schon wieder. Zum Thema Düfte unserer Väter und Großväter. Demnächst habe ich noch einen auf der Pfanne, aber müssen wir wieder ein bisschen Abstand lassen. Ich stelle jetzt jeden einzeln vor, wenn ich mehrere gleichzeitig bringe, das ist dann ein bisschen viel. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.